Herzlich willkommen zu Algorithmen und Handel Teil 2. In diesem Teil der Vorlesung werden wir uns mit dem IT-rechtlichen Aufsichtsrecht befassen. Das bedeutet, wir werden uns ein bisschen anschauen, wie denn die Aufsicht nun dazu übergeht, in die tiefsten Abgründe einer Bank, in die IT einzugreifen und hier Regulierungen vorzunehmen. Wir werden noch einmal auf unsere Handelssysteme zu sprechen kommen, bevor wir anschließend uns mit Handelsstrategien und dem algorithmischen Handel beschäftigen werden. Ich beginne hier noch einmal mit den multilateralen Handelssystemen, und zwar wo die denn im KWG festgeschrieben sind, und zwar im § 1 1a Satz 2 Nummer 1b KWG definiert den Betrieb eines multilateralen Handelssystems als den Betrieb eines multilateralen Systems, das die Interessen einer Vielzahl an Personen am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach festgelegten Bestimmungen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt. Das bedeutet, ein multilaterales Handelssystem ist nur dann ein solches, wenn es eine Vielzahl von Personen mit Kauf- und Verkaufinteressen von Finanzinstrumenten innerhalb dieses Systems zusammenführt und ein Vertragsabschluss zustande kommt. Der Tatbestand des Betriebs eines multilateralen Handelssystems ist demnach dann erfüllt, wenn ein multilaterales System betrieben wird, das die Interessen am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten einer Vielzahl von Personen innerhalb des Systems und nach festgelegten Bestimmungen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem Kaufvertrag dieser Instrumente führen. Das bedeutet, wir brauchen ein multilaterales System mit Teilnehmern, die Interesse am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten aufweisen, und wir brauchen vielleicht nicht nur zwei Personen, sondern vielleicht noch ein paar Akteure mehr. Und es gibt festgelegte Regeln innerhalb dieses Systems, die am Ende zu einem verbindlichen Kaufvertrag dieser Finanzinstrumente führen. Ich komme jetzt nochmal zu einem mehr allgemeinen Teil der technischen Regulierung und der technischen Anforderungen, und zwar bei der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte und Durchführungsakte können das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union, der Europäischen Kommission Befugnisse zur Annahme technischer Regulierungsstandards, sogenannte RTS, und technischer Durchführungsstandards, das ist ITS, übertragen. Diese RTS und ITS werden von einer europäischen Aufsichtsbehörde ausgearbeitet, und im Fall von MiFID II oder der MiFIR handelt es sich um die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA. Das bedeutet, die ESMA wird dazu befähigt, technische Regulierungsstandards zu erlassen und eben auch deren Implementierung durchzusetzen. Das führt uns direkt einfach mal dazu, wegzugehen von was sind Kapitalanforderungen hinzu, wie denn die Regulierung dazu übergeht, technische, IT-getriebene Regulierungen vorzunehmen, und wir befassen uns jetzt hier mit der IT-Regulierung in Banken. Was sind denn jetzt IT-Regulierungen in Banken? Es sind spezifische regulatorische Entwicklungen betreffend die Informationstechnik, ausgehend von der EBA, BaFin, Bundesbank und der EU-Kommission und dem BSI in Deutschland, ebenso wie die Fortentwicklung der Prüfungs- und Sanktionspraxis von Bankenaufsichts- und Datenschutzbehörden. Das heißt, es ist eine Zusammenführung aller Anforderungen und gewünschten Regeln, die eben an die IT eines Bankhauses gestellt werden, die von ganz vielen Stellen zusammengeführt und dementsprechend auch gefordert und durchgesetzt werden wollen. Ich habe Ihnen hier mal die griffigsten IT-Regulierungen zusammengefasst. Ich denke, das große Thema der letzten Jahre war die MA-RISC und die BAITs. MA-RISC ist eine Novelle, in der eben das Risikomanagement und die Ausgestaltung IT-technisch ein bisschen aufgegriffen werden, aber der Fokus mehr auf das Risikomanagement und das Marktrisiko gelegt wurde, und die BAITs, die befassen uns im Folgenden nochmal detailliert. Das sind wirklich Anweisungen, wie die IT eines Bankhauses denn bitte auszusehen hat. Es gibt noch von der EBA Richtlinien betreffend die Nutzung von Big Data und Advanced Analytics. Es gibt das TIBA EU und TIBA.de. Da gehen wir später nochmal ein bisschen drauf ein. Es gibt die BSI-Standards sowie die KRITIS-Verordnung, also die kritische Bereiche- und Infrastrukturverordnung, unter die Finanzgeschäfte und vor allem die Bereitstellung von Zahlungsverkehr fällt. Es gibt die EU-DSGVO,
die wir hier nicht im Detail besprechen werden. Das ist das ganze Datenschutzthema, was nicht nur Banken tangiert, sondern eben uns alle. Dann gibt es noch die Gewerbeordnungsreform. Es gibt dann im Zahlungsverkehr gibt es die PSD2, was ein ganz großes Thema ist. Und es gibt Secure Pay Vorgaben, die umgesetzt werden möchten. Und es gibt Governance-Modelle, die ITIL 4 und COBIT 5, die wir hier allerdings auch nicht besprechen werden. Also wir werden uns hier im Folgenden mal ganz grob mit den BAITs auseinandersetzen, mit der TIPA EU und dem BSI-Standard sowie der Kritis-Verordnung. Ich habe hier schon sehr viel zur Regulatorik erzählt und ich werde jetzt nicht noch sehr tief in PSD2 und in die Governance-Modelle einsteigen. Das ist mir zu weit weg von dem, was ich Ihnen hier eigentlich am Ende dieser Vorlesung noch mitgeben möchte. Ich finde es allerdings essentiell, dass wenn wir über Bankenregulierung sprechen und diese Veranstaltung hier auch einen aktuellen Fokus haben soll, dass wir auch über die IT-Regulierung bei Banken sprechen, weil das ist das, was die Banken besonders in Deutschland und auch in Europa derzeit umtreibt und wo sehr viele Projekte gerade realisiert werden oder werden sollen. Ich beginne jetzt hier einfach mal mit dem Rundschreiben 10/2017, bankenaufsichtliche Anforderungen an die IT, das sind die sogenannten BAITs. Und diese geben auf Grundlage des § 25a1 KWG einen flexiblen und praxisnahen Rahmen für die technisch-organisatorische Ausstattung der Institute, besonders für das Management der IT-Ressourcen und für das IT-Risikomanagement. Und es präzisiert ferner die Anforderungen des § 25b KWG, und da ist geregelt, wie Auslagerungen, Outsourcings von Aktivitäten und Prozessen denn geregelt sind. Und Sie sehen, es ist jetzt nicht mehr nur so, dass man den Banken vorschreibt, Risikomanagement zu betreiben und gewisse Kapitalanforderungen zu füllen, sondern die Aufsicht geht stringent dazu über, den Banken tief in der Organisationsform, in der untersten EAM-Schicht vorzuschreiben, wie denn bitte die IT einer Bank auszusehen hat. Und über diese Aussage flexiblen und praxisnahen Rahmen, je nachdem welche Bank Sie denn jetzt nun fragen, werden Sie da ganz andere Einschätzungen davon bekommen. In der Regel ist es so, dass Banken nun mal nicht die Führer im Technologiebereich sind und wahrscheinlich die eine oder andere Bank durchaus Probleme hat, von einem Kernbankensystem aus den 80er Jahren oder von noch älteren Rechenkernen umzuschwenken auf die Anforderungen, die hier bankaufsichtlich auf einmal gestellt werden. Anforderungen, da kann man zum Beispiel nennen, damit Sie sich darunter was vorstellen können, dass man die Systeme, die Domänen trennt in Entwicklung, Test und Produktion und stringent vorgegeben ist, wie denn das Berechtigungsmanagement in Banken aussieht und so weiter. Da werde ich jetzt nicht in der Tiefe darauf einsteigen. Da kann ich vielleicht mal für diejenigen Praktiker unter Ihnen, die das interessiert, mal eine Schulung anbieten, aber in dem Sinne möchte ich da nicht sehr tief darin einsteigen. Es ist auf jeden Fall so, das ist ein Novum, dass eine bankenaufsichtliche Anforderung an die Ausgestaltung von IT-Systemen veranlasst wurde und dass die hier auch umgesetzt wird. Und ich möchte, bevor ich jetzt hier fortfahre, noch auf den § 44 KWG eingehen. Das ist im saloppen Umfeld gesprochen die verschärfte IT-Sonderprüfung. Und wie soll ich das formulieren? Ich habe in meiner beruflichen Praxis in einem großen Geldhaus so eine Prüfung einmal mitmachen dürfen, während das Berechtigungsmanagement gerade angepasst wurde. Das ist kein Spaß. Und da wird sehr stark darauf geschaut, ob diese Anforderungen auch tatsächlich implementiert und umgesetzt werden. Und es ist nicht mehr so, dass die Banken hier die Hoheit über ihre eigenen Systeme haben, sondern die Bankenaufsicht geht dazu über, tatsächlich Anforderungen an die IT-technische und technische Aufstellung von Kreditinstituten zu stellen und diese auch durchzusetzen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder ob man das den Banken selbst überlassen soll, weil eine Bank immer noch ein unabhängiges Unternehmen sein sollte, was über das Für und Wider seiner eigenen Ausgestaltung eigentlich selbst bestimmen müsste, da kann man sich betrefflich drüber streiten. Wenn Sie da irgendwelche Meinungen dazu haben, können Sie das gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Ich fahre jetzt hier an dieser Stelle fort und kommentiere das nicht weiter. Die BAITs wurden dann um optional anwendbare Module wie kritische Infrastrukturen ergänzt, das ausschließlich für Betreiber kritischer Infrastrukturen wichtig ist. Hier ist der Verweis dann § 8a Absatz 3 BSI Gesetz durch den Jahresabschlussprüfer. Das bedeutet effektiv, wenn Sie ein Anbieter von kritischen Infrastrukturen sind, dann greift für Sie die Kritis V. Und diese Kritis V beschreibt eben Wasser, Strom
und auch bei Banken den Fluss und die Bereitstellung von Bargeld und die Zahlungsverkehrsmodalitäten sind damit beschrieben. Was haben wir noch, was ich Ihnen hier vorstellen möchte? Das sind die Threat Intelligence Based Ethical Red Teamings in Deutschland. Das ist ein Rahmenwerk zur bedrohungsbegleitenden Penetrationstests. Hier werden Regeln und Mindeststandards festgelegt, welchen das Unternehmen folgen muss und nachdem das Unternehmen die Cyberabwehrfähigkeit durch beauftragte Hacker überprüfen lassen können. Das bedeutet, das ist neu, das bedeutet, dass eine Bank unter anderem, so wie ein Unternehmen hergehen kann, sich einen ethischen Hacker, einen zertifizierten Penetrationstester anheuern kann, der dann versucht, in die Bank einzudringen und die Systeme auf Cyberangriffe hin zu validieren, zu eruieren und danach eine Risikoanalyse mit dem Unternehmen vorzunehmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich möchte meine IT-Sicherheit prüfen, dann beauftrage ich gegen Entgelt einen Penetrationstester, der mit denselben Handwerkszeugen wie ein böser Hacker, sage ich es mal, wie so ein Cracker, wie ein Black Hat hergeht und versucht quasi in das Unternehmen einzudringen und anschließend diese Lücken mit Hilfe des Unternehmens gemeinsam schließt. Und es ist auch so, dass die IT-Regulierung in Banken langsam dazu übergeht, nachdem die BAITs nun doch schon einige Jahre her sind, diese Penetrationstests ebenfalls zu verlangen. Dass natürlich einige Institute noch lange nicht so weit sind, überhaupt damit anfangen zu können, ist ein ganz anderes Blatt Papier, aber prinzipiell ist es in der Regulierung angekommen, dass immer mehr online stattfindet, dass immer mehr digital stattfindet und dass auch das Finanzsystem global digital vernetzt ist und hier eben gewisse Sicherheitsstandards gesetzt werden müssen. Und es ist einfach eine standardisierte Herangehensweise, um meine Cyberabwehrfähigkeiten zu prüfen, mich hier mit einem externen Penetrationstester an einen Tisch zu setzen und das zu validieren. Ich möchte Ihnen auch hier den Wermutstropfen für Banken mal in Zahlen fassen. Ich meine, es klingt aus Aufsichtssicht sehr sinnvoll und eine Aufsicht hat auch ihre ideale Bank im Kopf, ihre Matrixorganisation, an der sie diese aufsichtlichen Regulierungen ableiten, dass das natürlich bei manchen Instituten in der Praxis nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden fällt und manche Institute auch gar nicht in der Lage sind, tatsächlich solche Dinge in dieser geforderten Zeit umzusetzen. Das sieht man allein hier an dem Aufwand in Personentagen, also in Manntagen, die projekttechnisch hier mal geschätzt werden. Und Sie sehen, dass allein für die Umsetzung der MA Risk und für die BAITs ca. 815 Personentage angegeben sind. Und das ist schon sehr, 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 sehr viel. Das müssen Sie erstmal bringen können. Und Sie sehen auch, dass der zukünftige Aufwand hier eindeutig überwiegt. Und dazu kommen natürlich auch noch die ganzen anderen Verordnungen, Secure Pay, PSD2, die IFRS-Neuerungen, immer noch Basel III, dann die ganzen Risikosachen und Marktrichtlinien. Sie sehen, sie sind hier bei mehreren tausend Personentagen Gesamtaufwand, um der Regulatorik gerecht zu werden. Das heißt, diese Zahl von 5 Milliarden, die wir mal bis zum Jahr 2015 gesehen haben, die wird wahrscheinlich noch steigen. Ich möchte jetzt auch nochmal darauf zurückkommen, dass wir ja gesagt haben, es gibt ja nicht nur die regulatorisch vorgeschriebenen Handelssysteme, sondern es gibt auch Distributed Ledger Technology Handelssysteme, das heißt Blockchain-basierte Handelssysteme. Und natürlich ist das ein Novum. Es ist auch ein Novum, dass es auf einmal Währungen und Zahlungsarten gibt, die eine Bank vollends redundant machen. Das bedeutet, wenn ich meine Zahlungen über Bitcoins, über eine Blockchain abwickle, dann brauche ich kein Intermediär mehr, dann brauche ich eine Bank schlicht nicht mehr. Und es ist natürlich dann das Ansinnen des ganzen Finanzsystems, diese Kryptowährungen nicht als Währung anzuerkennen und natürlich auch das Ganze entsprechend zu regulieren, weil das ja nicht nur den Vor- oder Nachteil hat, die Bank auszuschalten, sondern es teilweise auch völlige Anonymität erzeugt, was natürlich auch der organisierten Kriminalität Tür und Tor öffnet. Und es ist jetzt im nächsten, werde ich mal ein bisschen darauf eingehen, wie denn die IT-Regulierung bei DLT-Systemen so aussehen kann. Und die Blockchain ist nicht einfach ein Zeilencode, sie stellt eine neuartige Institution dar und eine Institution, die gewissermaßen über eine eigene, ihr einprogrammierte Rechtsordnung verfügt. Das bedeutet, dass wenn ich über eine Blockchain meine Zahlungen abwickle, dass keine Bank das mehr prüft, sondern dass die Mechanik, die der Blockchain inhärent ist, dafür zuständig ist, dass meine Zahlungen richtig ankommen und dass die auch richtig validiert werden.
Gelegentlich wird das Ganze auch als Smart Property Rights beschrieben. Und das sind Eigentumsrechte, die durch die öffentliche Blockchain autonom durchgesetzt werden. Das heißt, wenn ich ein Haus in den USA zum Beispiel mittels Bitcoins bezahle, dann ist das ein Eigentumsrecht, das eben über die Blockchain durchgesetzt wird. Die Blockchain oder Distributed Ledger Technology macht eine Vielzahl von Innovationen im Finanzdienstleistungssektor allerdings auch möglich, sogenannte Smart Contracts. Also es ist jetzt nicht nur so, dass diese Blockchain und diese DLTs das Ende aller Banken bedeuten würde, sofern die Banken geistig ein bisschen flexibel werden. Man kann mit diesen DLT-Technologien sehr viele Innovationen im Finanzdienstleistungssektor möglich machen. Ich habe hier einfach auch mal die Wertschöpfungskette, die betroffen ist, mal in Teilen hervorgehoben. Das heißt, Sie können sich hier mal anschauen, welche Teile einer Bank denn durch diese Technologie betroffen sind. Wir haben im Pre-Trading den Index, die Daten, die Informationstechnologie, die verarbeitet wird. Und dann haben wir das Trading und Clearing von Finanzderivaten, Commodities, von den Devisen und dem Wertpapierhandel. Das heißt, die komplette Handelskette durch. Und wir haben das Post-Trading, also den Nachhandel, die Abwicklung und die Verwahrung, die Investment Fund Services und das Sicherheitenmanagement. Das sind alles Dinge, die man mittels eines Distributed Ledgers quasi ausführen kann. Das bedeutet, man kann faktisch, um es mal ein bisschen ketzerisch zu sagen, eine Bank durchaus durch eine Blockchain ersetzen. Und wie sieht das denn jetzt aus? Wie ist diese IT-Regulierung bei diesen DLT-Handelssystemen denn nun ausgeartet? Die Bundesregierung nennt digitale Anlageprodukte Kryptowerte und digitale Währungen nicht Währung, sondern das sind sogenannte Krypto-Token, um eben sich von diesen klassischen Fremdwährungen zu differenzieren. Und die hat die Vorgaben der sogenannten 5. EU-Geldwäscherichtlinie zum Anlass genommen, die Verwahrung von Kryptowerten für Dritte als neue erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung in das KWG einzuführen. Das bedeutet, im Kreditwesengesetz wird es so sein, dass man nicht einfach so ins Blaue Kryptowährungen oder Krypto-Token anbieten kann. Man kann nicht einfach Blockchain-Finanztechnologien anbieten, ohne das eben über die BaFin sich genehmigen zu lassen. Und es ist eben ein neuer Tatbestand des KWGs und wird nun die Verwahrung, die Verwaltung und die Sicherung von Kryptowerten oder privaten kryptografischen Schlüsseln, die dazu dienen, Kryptowerte zu halten, zu speichern oder zu übertragen, eben zur erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistung machen. Und dazu können Sie das auch in § 1, 1a, Satz 2, Nummer 6 und Absatz 11, Sätze 4 und 5 im KWG nachlesen. Und jede dieser Alternativen löst bereits eine BaFin-Erlaubnispflicht aus. Das bedeutet, wenn Sie in Deutschland Blockchain-Technologie im Finanzbereich anbieten möchten, dann sind Sie erlaubnispflichtig. Was hat das denn jetzt für den Standort Deutschland für Auswirkungen? Weil wir sind im Moment neben der Schweiz und Liechtenstein so einer der wenigen Staaten, die diese ganze Krypto-Geschichte, nenne ich das jetzt mal, regulieren möchten. Und da habe ich vom Professor Dr. Philipp Sandner ein sehr interessantes Statement gefunden, was ich mit Ihnen gleich mal diskutieren möchte. Also er sagt, kleinere Unternehmen und Startups werden durch die neue Einstufung als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut mit einem hohen Kosten- und Verwaltungsaufwand rechnen müssen. Dies kann kritisch sein, da es im Ausland kaum ähnliche Regulatorik für derartige Geschäftsmodelle gibt. Andererseits mag die Beaufsichtigung durch die BaFin auch dazu beitragen, dass kleinere Unternehmen aufgrund des einhergehenden Reputationsgewinns als BaFin-reguliertes Unternehmen besser an Investitionsmittel und Kunden gelangen. Denken wir doch da mal drüber nach. Sie sind jetzt ein kleines Fintech, nenne ich das mal, sie mussten bisher nicht reguliert werden, vielleicht haben sie auch die Finanzierungsmittel gar nicht und jetzt auf einmal ist das, was sie tun möchten oder das, was sie tun, aufsichtspflichtig und sie müssen diesen ganzen Katalog, weil als Finanzdienstleistungsinstitut sind sie ja, wie wir gelernt haben, genauso aufsichtspflichtig wie eben ein normales Kreditinstitut. Jetzt müssen sie auf einmal das alles, was ich ihnen die letzte Stunde erzählt habe, erfüllen. Und das können sie in der Regel nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, wie Herr Sandner das hier gesagt hat. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, die Unternehmen verlassen das Land einfach nur daraus, weil sie sich das nicht leisten können, nicht leisten wollen.
oder letzten Endes schließen müssen. Oder die Möglichkeit 2 steht ja hier, dass das Reputationsgewinne für sich bringt mit der Transparenz, dass das manche Investoren eben anzieht. Wenn ich meine ganz persönliche Meinung jetzt einmal äußere, am Standort Deutschland, der sowieso, was Technologie angeht, eine gewaltige Mauer an Problemen vor sich hat, ist das Letzte, was man braucht, neue Technologie und Innovation mit einem Apparatus an Regulierungen zu bewerfen, den dieser Sektor noch gar nicht tragen kann. Ich persönlich bin der Meinung, das ist der Tod von Krypto und Blockchain in Deutschland. So, wie kann man hier denn jetzt fortfahren? Hier gibt es noch mehrere Meinungen, zum Beispiel auch Meinungen aus der Schweiz. Und hier wird gesagt, als Teil der DLT-Vernehmlassung zieht der Bundesrat schließlich die Schaffung einer neuen Form von Finanzmarktinfrastruktur in Erwägung, neu in das FINRAG eingeführt werden sollen, sogenannte DLT-Handelssysteme, also Handelssysteme für auf der Technik verteilter elektronischer Register basierende Effekte. Das heißt auch in der Schweiz, die sind hier der Vorreiter, werden Regulierungsansinnen beschlossen. Und unklar ist hier allerdings derzeit noch, ob die Prospektpflicht auch ausgelöst würde, wenn die Token zukünftig an einem sogenannten DLT-Handelssystem zum Handel zugelassen werden sollen. Da wird dann eher darüber diskutiert, macht man da eine volle Wucht der Regulierung oder muss man das anders behandeln? Das ist aber auch noch nicht voll beschlossen. Und ich habe hier nochmal einen Auszug, und zwar sowohl Payment als auch Security Token stellen ab dem 1. Januar 2020 sogenannte Kryptowerte, also eine neue Kategorie der Finanzinstrumente im KWG im Sinne des Kryptoverwahrgeschäftes dar. Und aus der Begründung des Gesetzesentwurfs ergibt sich jedoch, dass das Kryptoverwahrgeschäft subsidiär sein soll gegenüber dem auf Verwahrung von Wertpapier angelegten Depotgeschäft und dem eingeschränkten Verwahrgeschäft für AIFs. Das lasse ich jetzt auch einfach mal unkommentiert so im Raum stehen. Wie könnte denn so eine Lösung denn jetzt aussehen? Ich habe Ihnen hier einfach mal ein Bild mitgebracht, wie man denn solche DLT-Geschichten, nenne ich das jetzt mal, in ein Geschäft einbringen kann. Wie kann man das in die Prozesse einpflegen? Und das sehen Sie hier. Sie haben hier dann natürlich die Service-Integration über die API, Sie haben die Nutzer-AIs, Sie haben die ganze Logistik und dann haben Sie den Genehmigungs- und Signierungsprozess, AML, KYC, interne Richtlinien. Und die externen Services werden dann eben über, genau wie gehabt, dritte Parteien, Marktdatendienstleistern, Börsen abgewickelt. Und sie haben halt on top Blockchain-Services, die eben mit DLT-Netzwerken verbunden sind. Also so könnte so eine Custody-Lösung eigentlich aussehen. Damit sind wir mit dem Teil über die Auszüge der Regulatorik fertig. Es ist mir bewusst, dass das jetzt sehr umfassend war und es ist auch bei weitem nicht in die Details gegangen. Es ist bei weitem auch nicht vollständig. Aber es sollte Ihnen, denke ich, einen guten Einblick dahingehend geben, was in einem Kreditinstitut hinter den Kulissen denn eigentlich so grob vor sich geht. Wir werden jetzt die Regulatorik verlassen und uns wieder dem eigentlichen Themen Algorithmen und Handel zuwenden, und zwar dem Thema über Handelsstrategien und der Frage, was ist eigentlich eine Handels- oder eine Anlagestrategie? Im Finanzwesen bilden Handelsstrategien oder auch sogenannte Trading-Strategien für Marktteilnehmer wie Anleger, Broker, Effektenhändler, Investmentfonds, Kreditinstitute, Pensionsfonds, Trader oder Versicherer oder Akteure anderer Art die Grundlage für deren Kauf- oder Verkaufsentscheidungen auf den Finanzmärkten. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Akteur am Finanzmarkt bin und ich folge einer gewissen Strategie, nach welchen Kriterien ich denn meine Finanzinstrumente kaufe, verkaufe und halte, dann verfolge ich eine sogenannte Handels- oder Anlagestrategie. Das heißt, das Set an Regeln, nachdem ich als Investor, als Anleger, als Portfoliomanager oder eben als Dozent Vogel mein Geld an den Märkten anlege, nennt sich eben Handels- oder Anlagestrategie. Von vornherein sei gesagt, dass Sie über solch eine Strategie am besten verfügen mögen. Blind irgendetwas zu tun, ist meistens nicht die beste Idee, und ich möchte hier auch noch einen kurzen Disclaimer aussprechen, dass ich Sie nicht dazu auffordere zu handeln, und ich möchte Ihnen hier auch keine Empfehlungen geben. Das Video hier dient reinen Bildungszwecken und ich werde Ihnen hier einfach auch mal top-down einige dieser gängigen Handels- und Anlagestrategien vorstellen. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Sie
die Ausführung solch einer Strategie nach eigenem Ermessen in der Praxis selbst anwenden. Wir beginnen hier erst einmal damit, wie kann ich denn überhaupt einen Prozess in der Anlage durchführen? Da kommen wir schon fast wirklich in die Anlageberatung rein. Ich möchte Ihnen einfach nur mal zeigen, wie man sowas machen kann. Als erstes müssen Sie Bedürfnisse verstehen. Das heißt, ich erstelle ein Anlegerprofil. Das bedeutet, wer sind Sie denn? Wie viel haben Sie denn? Was sind Ihre Ziele? Was ist Ihr Anlagehorizont? Da geht es dann darum, den Kunden kennenzulernen. Das können Sie für sich selbst als einzelner Investor natürlich auch machen. Wer sind Sie denn? Wie viel Kapital habe ich zur Verfügung? Benötige ich das relativ schnell wieder? Bin ich risikoaffin? Bin ich nicht risikoaffin? Welche Länder, Produkte und Währungen möchte ich denn investieren? Was ist mein Anlagehorizont? Welches Ziel verfolge ich damit? Möchte ich einfach nur ein bisschen Spielgeld durchbringen oder möchte ich für mein Kind über die nächsten 30 Jahre etwas anlegen? Oder bin ich vielleicht Erbe einer Dynastie und habe die Aufgabe geerbt, ein Riesenvermögen über die nächsten Jahrhunderte zu erhalten? Also je nachdem, wer Sie als Anleger sind, erzeugen sich daraus gewisse Bedürfnisse, die zunächst einmal verstanden werden wollen, egal ob Sie jetzt nun aus Bankperspektive draufschauen oder ob Sie sich selbst im Spiegel betrachten. Sie müssen zunächst einmal verstehen, wer bin ich denn, welche Bedürfnisse habe ich denn und welches Ziel verfolge ich denn mit dem Anlegen meines Kapitals. Danach kann man sich über die Anlagestrategie Gedanken machen, was gibt es denn an Möglichkeiten, mein Geld anzulegen. Das ist das, was wir jetzt im Folgenden noch vorstellen werden, also quasi, wie kann ich denn mein Geld anlegen? Und dann gibt es noch die Beratungsart, also gehe ich zur Bank, hole mir einen Berater, mache ich das selber? Daran kann man sich Gedanken darüber machen, wie die Lösung denn vorgeschlagen werden soll. Danach muss ich eine Entscheidung fällen, das heißt, ich selektiere meine Anlagenklassen, das bedeutet die verschiedenen Assetklassen, die es gibt, die verschiedenen Finanzinstrumentarten, in die man Geld investieren kann, die natürlich alle mit einem unterschiedlichen Rendite-Risikoprofil verbunden sind. Und danach werde ich mich, sobald ich mich für die Anlageklassen, das heißt für diese Assetklassen, mache ich Aktien, mache ich Rohstoffe oder mache ich doch strukturierte Produkte oder Derivate, wenn ich mich dafür entschieden habe, dann kann ich mich in die Produkt- und Titelselektion begeben, das heißt, welche Aktie, welche Anleihe, welche Commodity und in welcher Art und Weise möchte ich das denn haben? Sobald das abgeschlossen ist, folgt die Überwachung. Also investieren funktioniert nicht nur, ich schmeiß Geld auf die Märkte und dann kommt irgendwas zurück und ich muss mich um nichts mehr kümmern. So funktioniert investieren nicht, zumindest wenn Sie Ihr Geld behalten wollen. Sie müssen das Ganze auch monitoren, Sie müssen das überwachen und Sie müssen die Entwicklung überprüfen. Und sobald Sie diesen Zyklus einmal durchlaufen haben, müssen Sie sich wieder hinsetzen und sich als eigene Person überlegen, okay, hat das meine Bedürfnisse befriedigt, ja oder nein? Oder muss ich von vorne anfangen? Dann beginnt es wieder damit, was möchte ich überhaupt? Muss ich adjustieren? Muss ich mir einen anderen Anlagestil suchen und so weiter? So können Sie diesen Prozess des Investierens dauerhaft durchlaufen. Und es sei Ihnen auch gesagt, investieren, wenn man es wirklich auf längere Zeit betreiben möchte, egal ob es nun Daytrading ist oder auf einen längeren Anlagehorizont hin, investieren ist nichts, was man mal so locker nebenbei machen kann. Wenn Sie investieren möchten, natürlich je nachdem, welchen Umfang Sie das aussuchen, sagen Sie mal, Sie möchten ein professioneller Investor werden, Sie möchten Trader werden, dann ist das ein Beruf. Und einen Beruf sollten Sie professionell mit der nötigen Distanz ausüben. Es ist nicht so, dass Sie einfach nur mal Geld irgendwo hinwerfen und dann kommt ein kleiner Lemming und bringt Ihnen den Goldtopf vorbei, so funktioniert das leider nicht. Investieren ist ein langwieriger Prozess, der sehr viel Wissen erfordert, der sehr viel Geduld erfordert und strukturiertes Abarbeiten und mathematisches Validieren von Investmentmöglichkeiten. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was andere YouTube-Videos Ihnen erzählen, aber das ist das, mit dem Sie zumindest nicht selbst daran schuld sind, Ihr Geld in den Keller zu hauen, sage ich mal. Wir haben es jetzt ja nun schon mehrfach anklingen lassen, dass es verschiedene Risikokategorien, Risikoklassen gibt, in der man sein Geld anlegen kann. Und es ist auch so, dass man zunächst mal ein Anlageprofil seiner Kunden erzeugt, in dem eben die Risikoaffinität und die Erfahrung und auch das Vermögen der Kunden gegeneinander gelegt wird und da ein passender Anlagestil daraus abgeleitet wird. Es ist so, es gibt verschiedene Risikoklassen, die 7 Risikoklassen, die rechtlich regulatorisch vorgegeben sind. Die stelle ich Ihnen hier mal kurz vor.
Im klassischen ist es so, dass man von Rendite-Risiko in einer Art und Weise spricht, dass je höher das Risiko ist, desto höher ist auch die Rendite. Das ist jetzt natürlich im Rahmen dieser Vorlesung so, dass wir zeigen können, dass das nicht immer so ist und dass es da auch Ausnahmen gibt und dass die Welt viel komplexer ist, wie das, dass wenn ich mehr Risiko eingehe, ich mehr Geld dafür bekomme. Das stimmt nicht immer. Und es ist aber aus regulatorischer Sicht eben so gedacht. Und wir fangen einfach mal ganz unten an mit der Risikoklasse 1. Sicherheit. In der Sicherheitsrisikoklasse sind Sparbriefe, Tagesgelder, kurzfristige Festgelder, der klassische schwäbische Bausparvertrag und Euro-Geldmarktfonds. Ich bin mit der Wortgebung Sicherheit nicht einverstanden. Also ich sage es einfach mal so, selbst wenn Sie in dieser untersten Kategorie drin sind, haben Sie immer noch ein Restrisiko, was Sie tragen. Ihr Geld, wenn Sie es anlegen, ist immer einem gewissen Risiko ausgesetzt. Aber wir folgen jetzt einfach mal dieser Nomenklatur Risikoklasse 1. Das sind Sparbriefe drin, kurzfristige Gelder oder wenn überhaupt einfach mal eine Staatsanleihe. Und in Risikoklasse 2, das ist sicherheitsorientiert, hier haben wir eben herkömmliche Kapitallebensversicherungen mit Kapitalzinsen und Rentenfonds mit ausgezeichneter Bonität. In Risikoklasse 3, das ist die konservativ sicherheitsorientierte Klasse, hier gibt es festverzinsliche Wertpapiere, Euroanleihen mit guter Bonität oder Mischfonds. Dann haben wir die Risikoklasse 4, das ist die solide Ertragsorientierung mit Aktien, Aktienfonds, ETFs mit soliden europäischen Standardwerten. Dann haben wir die konservative Wachstumsorientierung. Hier sind dann Over-the-Counter-Aktien dabei, Aktien aus Drittländern, zum Beispiel Schwellenländern, Währungsanleihen mittlerer Bonität und Hochzinsstaatsanleihen. Hier sind zum Beispiel die PIK-Staaten zu nennen. Und dann haben wir noch die Risikoklasse 6. Das ist die klassische spekulative wachstumsorientierte Ausrichtung mit Optionsscheinen, Futures, anderen Optionen, teilweise Junk-Anleihen und Dividendenfonds. Und wir haben die extrem spekulative Klasse, das ist Risikoklasse 7. Hier sind eben Hedgefonds drin, Drittländerfonds, Branchenfonds oder anderweitige gehebelte Produkte. Das heißt, Sie können sich hier, wenn Sie sich selbst zu Hause überlegen, wie Sie Ihr Geld anlegen mögen, sich hier mal einklassifizieren, in welcher Klasse Sie sich denn sehen, wie hoch ist denn Ihr Sicherheitsbedürfnis, mal Sicherheit in Anführungszeichen, aber ich formuliere es mal andersrum, wie hoch ist denn das Risiko, das Sie eingehen wollen? Ja, möchten Sie denn in gehebelte Produkte? Möchten Sie in Derivate gehen? Kennen Sie sich damit denn überhaupt aus? Und es ist in einer Bank generell so, dass Sie zunächst mal in eine dieser 7 Klassen eingestuft werden. Und wenn Sie sagen, ich bin jetzt in der Klasse 1 eingestuft und ich möchte aber trotzdem meine Drittländerfonds haben, dann tun Sie das auf eigene Verantwortung. Das heißt, das Institut oder eben auch Ihr Online-Broker entsprechend klassifiziert Sie. Und wenn Sie dieser Klassifizierung widersprechen und die selbst ändern wollen, dann tun Sie das auf eigenes Risiko. So, ich habe Ihnen hier nochmal eine Return-Risikomatrix aufgezogen, wo Sie das mal sehen können. Sie haben hier unten Ihren weißen Punkt, das ist das Sparbuch. Dann haben Sie Kapitallebensversicherungen, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilienfonds oder REITs. Dann haben Sie P2P-Lending-Plattformen, Rohstoff-ETFs, Immobilien- und Aktienfonds. Die sind so ein bisschen in der Mitte. Und dann haben Sie weiter oben eben Indexfonds, ETFs und Aktien und eben Crowdfunding ganz oben. Da können Sie am meisten damit verdienen, haben aber auch das größte Risiko. Ich möchte hier noch mal ein Wort zu ETFs verlieren. Sie sehen, ETFs sind nicht risikoarm. Es wird meistens immer so verkauft, dass wenn Sie fürs Alter was zurücklegen wollen, dann nehmen Sie passive ETFs. Da passiert nichts, das ist super. Seien Sie hier kritisch. Nur weil ein ETF passiv gemanagt ist, muss das nicht heißen, dass da wertige Titel drin sein müssen. Sie sehen hier, dass ein ETF durchaus hier in der Mitte liegt, was Return-Risiko-Profile angeht. Und es ist wie bei einem Autokaufen. Leider ist es so, dass der durchschnittliche Deutsche mehr Zeit damit verbringt, welches Auto er sich denn als nächstes kauft, wie er sein Geld anlegt. Und Geld anlegen ist wie Autokaufen. Sie gehen auch nicht einfach zu einem Autohändler und sagen, das ist rot, das will ich haben. Ich nehme das da. Oder geben Sie mir einfach irgendeins, das ist mir egal. Sie werden sich vorher damit befassen, Sie werden sich mit den Details auseinandersetzen und Sie werden abwägen, was Sie tun möchten. Und das sollten Sie bei der Geldanlage vielleicht auch tun. Sie sehen hier, Sie haben eine große Varietät an verschiedenen Assetklassen, an verschiedenen Anlagemöglichkeiten und diese gilt es für Sie passend gegeneinander abzuwägen. Und wenn Sie sich das nicht selbst zutrauen, dann müssen Sie sich eben einen Berater suchen oder wenn Sie das selbst machen möchten, dann bitte mit Hirn oder gar nicht.
Wir kommen jetzt, wie gesagt, zu den Arten von Handelsstrategien und ich gebe Ihnen hier auch nur einen Auszug, weil es ist so, wie bei Algorithmen gibt es eine Riesenvarietät an Handelsstrategien und Möglichkeiten, wie Sie Ihr Geld anlegen können. Ich werde Ihnen hier einfach mal die bekanntesten vorstellen. Wir beginnen einfach mal mit der wertorientierten Anlagestrategie oder dem sogenannten Value Investing. Das ist salopp gesagt Warren Buffett Style, das heißt, ich suche mir Titel aus, die unterbewertet sind, kaufe die und warte, bis sie steigen. Dann habe ich noch die prozyklische Trendfolge, das heißt, ich mache Trend Following, ich habe Volatilitätsstrategien, indem ich eben zum Beispiel mit einem Derivat, einem Straddle, auf sehr volatile Titel setze. Sowas gibt es auch. Sie haben antizyklische Kontratrendstrategien, dann das statische Buy and Hold, das heißt, ich kaufe mir einen Titel und lasse den einfach mal 20 Jahre liegen und schaue, was passiert, oder sammle dann die Dividenden ein. Und es gibt sogenannte Faktoreninvestments, wo dann zum Beispiel nach dem Buchwert geschaut wird, nach Momentum oder sonstigen Faktoren, die in Kombination teilweise gesucht und maximiert werden. Es gibt hier noch Ableitungen von diesen Handelsstrategien, wo ich Ihnen allerdings auch nur einen groben Auszug hier vorstellen kann, da das Themengebiet sehr, sehr breit ist und es eine schier unzählbare Varietät an Handelsstrategien eben gibt. Es gibt noch eine Kombination von Momentum Trading und Trendfolge. Über Momentum haben wir in der Vorlesung zu Finanzmärkten schon ausführlich gesprochen. Es gibt Covered Calls, Buy and Rights, Opening Price Strategien, Carrying Position Trading. Es gibt das High Frequency Trading und Noise Trading, was teilweise die Flash Boys betreiben. Es gibt das algorithmische Handeln, in dem eben die Handelsentscheidungen nach vorgefertigten Regeln von einem Computer durchgeführt werden und die menschliche Emotion quasi eliminiert wird. Und es gibt noch die klassische technische Marktanalyse, wo mit Trendgeraden und eben Mustererkennungen versucht wird zu handeln. Wir werden uns hier jetzt noch mit der Fragestellung befassen, was ist automatisierter Handel, was ist algorithmischer Handel? Das ist auch das, was wir die ganze Vorlesung hier schon vor uns hergetrieben haben. Wir haben gelernt, was sind denn Algorithmen? Wir haben gelernt, was sind denn Handelssysteme? Was ist die Regulierung dahinter? Was sind denn Handelsstrategien? Und jetzt kommen wir dazu, die Frage zu klären, was ist automatisierter Handel? Automatisierter oder algorithmischer Handel, auch Algorithmic Trading, Algo Trading, Black Box, High Frequency Trading, Flash Trading, Grey Box Trading genannt, bezeichnet den automatischen Handel von Wertpapieren durch Computerprogramme. Die MiFID II und die MiFIR bezeichnen algorithmischen Handel als Handel mit einem Finanzinstrument, bei dem ein Computeralgorithmus die einzelnen Auftragsparameter automatisch bestimmt, zum Beispiel ob der Auftrag eingeleitet werden soll, der Zeitpunkt, der Preis bzw. die Quantität des Auftrages oder wie der Auftrag nach seiner Einreichung mit eingeschränkter oder gar keiner menschlichen Beteiligung bearbeitet werden soll. Nach dem Wertpapierhandelsgesetz, das steht in § 80 Absatz 2, wird der algorithmische Handel beschrieben als Handel mit Finanzinstrumenten, bei denen ein Computeralgorithmus über die Ausführung und die Parameter des Auftrages automatisch entscheidet. Also ich fasse das nochmal zusammen. Sie können sich entweder selbst ans Terminal setzen oder Sie schreiben sich ein Computerprogramm, was nach vorgefertigten Regeln oder AI getrieben, so wie BlackRock das mit seinem Aladdin macht, eben Daten verarbeitet, analysiert, Kaufsignale erzeugt und eben die Order, Ausführung und Verarbeitung selbstständig ausführt. Das bedeutet, Sie als Investor haben da gar keine Handhabe mehr. Das bedeutet, dass Sie jegliche menschliche Emotion im Handel eliminieren und vorgefertigten Handelsstrategien folgen. Was gibt es denn noch an Anwendungsgebieten? Sie haben einmal die Order-Aufgabe, die Entscheidungsunterstützung. Das heißt, Sie können entweder ein algorithmisches Handelssystem schreiben, was selbstständig die Analyse durchführt, Kaufsignale generiert, kauft, verkauft und Sie schauen nur noch dabei zu, ob Sie reich werden oder pleite gehen oder ob überhaupt etwas passiert. Oder Sie können natürlich auch Entscheidungsunterstützungssysteme bauen, indem Sie natürlich sagen, hey, ich lasse dieses algorithmische Trading-System parallel mitlaufen und lasse mir nur die Signale ausgeben und entscheide als Mensch letzten Endes noch selbst, ob ich diesem Signal Folge leiste oder nicht. Sie können natürlich High-Frequency-Trading betreiben, das machen Sie natürlich auch nicht mehr selbst, das machen hochkomplexe Computeralgorithmen, die innerhalb von Mikro- oder teilweise Nanosekunden Entscheidungen treffen können, da sind Sie als Mensch leider raus. Und Sie können natürlich auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, diesen Algorithmus auch eigenständig handeln lassen.
So, wir haben jetzt sehr viel über High-Frequency-Trading geredet und das Wertpapierhandelsgesetz deckt natürlich auch das ab. Das steht hier in § 2 Absatz 8 Nummer 2 Buchstabe D. Der Hochfrequenzhandel als den Kauf und Verkauf von Instrumenten des Finanzsektors eines heimischen oder organisierten Marktes oder multilateralen Handelssystems mittels einer hochfrequenten algorithmischen Handelstechnik. Das bedeutet, Sie haben ein völlig autonomes Handelssystem, das ist völlig durchautomatisiert und das handelt im Sekunden-Mikrosekundentakt. Also das ist nichts mehr, wo Sie als Mensch in irgendeiner Art und Weise mithalten können. So, wie ist denn dieser High-Frequency-Trading gekennzeichnet? Wie ist der Handel gekennzeichnet? Der ist gekennzeichnet durch die Nutzung von Infrastrukturen, die darauf abzielen, Latenzzeiten zu minimieren, das heißt so schnell wie möglich zu sein. Die Entscheidung des Systems über die Einleitung, das Erzeugen, das Weiterleiten oder die Ausführung eines Auftrags ohne menschliche Intervention für einzelne Geschäfte oder Aufträge durchzuführen, das ist das formal dargestellt, was ich eben als Mensch sind Sie im Mikrosekundentakt eben raus tituliert habe, und Sie haben ein hohes untertägiges Mitteilungsaufkommen in Form von Aufträgen, Quotes oder Stornierungen auch zum Eigenhandel. Natürlich ist es so, dass wenn ich als normaler Daytrader am Tag 50, 60 Trades mache, ich schon viel gut dabei bin. Es kann auch sein, dass ich vielleicht nur einen mache oder mal ins Swing Trading überschwappe und eine Position doch mal über Nacht halte. Aber wenn Sie natürlich einen High-Frequency-Trading-Algorithmus unterhalten, der im Mikrosekundentakt kaufen und verkaufen kann, dann haben Sie am Ende vom Tag natürlich ein richtig dickes Orderbuch. Und das sind eben Kennzeichen, die dieser High-Frequency-Handel aufweist. Wir kommen jetzt zu guter Letzt noch zu einem Punkt, der mir doch noch am Herzen gelegen ist. Ich habe ja gesagt, im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir keine algorithmischen Handelssysteme selbst schreiben. Deswegen möchte ich Ihnen trotzdem dennoch kurz vorstellen, wie Sie das tun können. Das Aufsetzen eines eigenen Handelssystems ist an sich nicht kompliziert. Man benötigt eine Datenquelle, über die die Daten verarbeitet und ein Handelssignal erzeugt wird. Das heißt, irgendwoher müssen die Daten kommen, die müssen verarbeitet werden, dann muss nach gewissen Kriterien ein Signal erzeugt werden und dann wird das automatisiert zu einer Handelsplattform geleitet und der Kauf bzw. der Verkauf vorgenommen. Das klingt an sich ziemlich simpel, das ist es eigentlich auch. Ich habe Ihnen unten mal so ein Dreikästchenbild hingemalt. Datenquellen frei verfügbar können Sie unter Quantl, AIX, Alpha Vantage, das ist meiner Meinung nach besser wie Yahoo, Yahoo Finance, das haben wir hier genommen, weil das von Coding her relativ einfach ist und wir keinen Account brauchen. Die Alpha Vantage API gibt, ohne Geld dafür auszugeben, den höchsten Umfang an qualitativ akzeptablen Finanzprodukten und Zeitreihen aus. Das heißt, das ist eine Datenquelle. Wenn Sie das jetzt natürlich professionell betreiben können, haben Sie Ihren Datenprovider, der Ihnen in Echtzeit Push-Daten gibt, den Sie mit Python abgreifen können. Da gibt es eine sehr große Varietät an Dingen, die Sie tun können. Um es kurz zu machen, Sie brauchen eine Datenquelle, die mittels APIs oder sonstigen Analytiken requested wird. Das bedeutet, diese Datenquelle wird angezapft und in ein Python-Skript werden die Daten eingelesen oder in ein Programmierframework, wie auch immer professionell Sie da unterwegs sind. Da können Sie verschiedene Programmiersprachen nehmen, entweder Python, C++, Java oder was Ihnen halt sonst beliebt. In Python gibt es da sehr nette Bibliotheken dafür und anschließend erzeugt Ihr Code direkt Signale und sendet eben die Kauf- oder Verkaufsorder an die Trading-Plattform. Hier sind welche drunter geschrieben, TradeStation, Interactive Brokers. Sie müssen sich halt einen Broker suchen, der eben diese algorithmische Schnittstelle eben zulässt. Ja, und dann haben Sie ein algorithmisches Handelssystem gebaut für sich selbst. Sie müssen jetzt natürlich unterscheiden zwischen diesen multilateralen Handelssystemen, die ich Ihnen hier gezeigt habe, und Sie setzen auf Ihrem privaten Laptop mal ein Python-Skript in die Welt. Da gibt es natürlich noch qualitative und quantitative Abstufungen. Das muss Ihnen natürlich bewusst sein. Aber ich sage mal, für den Hausgebrauch ist es einfach so, dass Sie das Kochrezept haben, Datenquelle, API, Verarbeitung, Trading-Plattform und dann sind Sie fein. Und zum Abschluss dieser Veranstaltung möchte ich noch den Bogen zurück zur Data Science spannen. Ich möchte den Bogen zurückspannen zu unseren Finanzmarktvorlesungen. Ich möchte den Bogen zurückspannen zu unserer Zeitreihenanalyse und Ihnen auch zeigen, dass alle Vorlesungen, die ich Ihnen hier gehalten habe, miteinander verwoben sind und in Zusammenhang stehen. Und zwar mit der Frage, was benötigt man zum Bau eines Artificial Intelligence Modells, zum algorithmischen Handel?
Und zwar, wir beginnen wie immer mit unserer Datenquelle und unseren Daten. Da können historische Marktdaten drin sein, Trading News, Sentiment-Indikatoren, Unternehmenszahlen oder alles andere, was Sie als nützlich erachten, die in ein Modell einfließen, welches dann natürlich über gewisse Formeln, Algorithmen, neuronale Netze, Machine Learning-Applikationen, Fuzzy Logic-Applikationen, was auch immer Ihnen da einfällt, eben eine Auswertung durchführt, eben die Zeitreihe analysiert, vielleicht Fraktalität feststellt, das in einen stochastischen Prozess packt oder eben doch in ein neuronales Netzwerk mit Wavelets oder was auch immer. Da gibt es eine riesengroße Bandbreite an netten Dingen, die Sie nun ausprobieren können. Am Ende muss das Modell jedoch auch ein Signal erzeugen, das zu einem Kauf oder zu einem Verkauf führt, das dann eben ausgeführt werden muss. Und da sind wir hier eben bei der Ausführungsfrequenz und bei der Halteperiode und natürlich auch bei den Batch-Sizes, das heißt, wie viel Geld möchten Sie in welcher Zeitfrequenz denn investiert haben. Und natürlich müssen Sie das Ganze monitoren. Sie müssen natürlich auch schauen, mache ich das selbst als Investor oder schreibe ich mir eine AI? Ich kann ja natürlich eine evolutionäre Trading-AI implementieren, die mir nach objektiven Funktionen die Performance oder irgendwelche Benchmarks vergleicht und belohnt oder bestraft wird, je nachdem, wie weit ich von dieser Benchmark weg bin. Ich kann natürlich auch hier einen Reinforcement-Algorithmus schreiben, der bestraft wird, wenn er mir Verluste einfährt, und die AI wird dann das Modell anhand der Daten so anpassen und so selbst adaptieren, dass ich eben Gewinne mache. Das kann man natürlich versuchen. Und natürlich ist es so, und das ist auch ein netter Abschluss zu diesem ganzen Data Science AI algorithmischen Handel. Wenn wir natürlich eine Self-Awareness in unserem Modell haben, dann sind wir natürlich in einem ganz spannenden Themengebiet, das ich jetzt einfach mal Ihrer Fantasie überlasse und mich aus dieser Vorlesung verabschiede. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bis zu unserem Abschluss alles Gute.